Prozessmanagement oder Lean-Management oder gar Six Sigma? Was braucht man eigentlich wann und wofür ist welche Methode eigentlich am besten geeignet? Oder ist vielleicht sogar das alles das Gleiche, also gleiche Begrifflichkeiten nicht, aber gleicher Wein in gleichen Schläuchen? In diesem Video lösen wir diese Verwirrungen auf und wir sehen uns gleich. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Da begegnen einem dann immer verschiedenste Methoden, je nachdem, wie die Zeit so fortschreitet. Prozessmanagement, Lean-Management oder vielleicht sogar Six Sigma. Also, was hat es damit auf sich? Das gehen wir uns mal gemeinsam genauer durch. Prozessmanagement. Prozessmanagement ist eigentlich ein ganzheitliches System zur Steuerung des Unternehmens und seiner Abläufe. Es folgt also dem Prozessmanagement-Lebenszyklus, der aus den Elementen Prozessstrategie, Prozessdokumentation und Modellierung, Prozessdurchführung, Prozesssteuerung oder Prozessoptimierung besteht. Zum Prozessmanagement-Lebenszyklus und seinen Elementen erstellen wir noch weitere Videos, da gehen wir noch genau drauf ein. Deswegen lohnt es sich, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und auf das Glöckchen klicken, dann bekommen Sie das gleich mit, wenn diese Videos alle online gehen. Das Ziel vom Prozessmanagement ist also ein ganzheitliches Unternehmenssteuerungssystem. Und das ist aber auch gleich der größte Schwachpunkt vom klassischen Prozessmanagement. Das klassische Prozessmanagement, wie man in den ganzen Lehrbüchern alles liest, vernachlässigt oft die Themen Verbesserungskultur als Teil der Unternehmenskultur und die konsequente Ausrichtung auf den Kundennutzen. Das klassische Prozessmanagement kann daher sehr technokratisch wirken und wird da oft die Akzeptanz bei den Mitarbeitern wird dann schwierig. Also wenn das der Spaß und die Kultur dann dabei einfach fehlen und das quasi nur ein technisches System wird, dann ist es einfach nicht so, dass es die Mitarbeiter wirklich täglich verwenden und täglich auch wirklich in ihre DNA übernehmen auf ihrem Arbeitsplatz. Und das sind genau die Stärken eben von Lean Management. Da kommen wir damals dazu. Lean Management kommt also ursprünglich aus Japan, aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, mit großen Schwierigkeiten in der Materialversorgung und der Produktionsmittel. Es waren viele Kriegsschäden waren da, viele Soldaten sind gefallen gewesen. Also man hat wirklich Mangelwirtschaft gehabt und daher war der zentrale Ansatz, mit den wenigen Ressourcen, die eben noch da waren, umsichtig umzugehen, nichts zu verschwenden und aus dem Wenigen den bestmöglichen Mehrwert herauszuholen. Das waren so die Gedankengänge quasi von dem Thema Lean Management. Und da musste auch jeder einzelne Mitarbeiter das in Fleisch und Blut aufnehmen, denn jeder einzelne war dafür verantwortlich, mit den wenigen Dingen, die wir eben haben, bestmöglich umzugehen, dass wir eben da keine Abfälle und Verschwendungen drin haben. Und deswegen setzt Lean Management eben sehr stark auf dieses Thema Verbesserungskultur und wofür ist der Kunde wirklich bereit zu bezahlen. Denn der Kunde hatte am Anfang ja nach dem Krieg auch nur sehr, sehr knappe Ressourcen, beispielsweise wie Geld. Es war alles relativ knapp, damit musste man entsprechend umgehen. Und was soll jetzt nun mit Lean Management genau verbessert werden? Der größte Fokus der Verbesserungsrichtung ist dabei die Beschleunigung der Durchlaufzeiten. Also Lean Management will die Abläufe schneller machen, indem man die 7 Arten der Verschwendung oder mittlerweile sind es auch 8 Arten der Verschwendung systematisch aus den Abläufen raus eliminiert. Und ich mag das Wort Verschwendung eigentlich nicht sonderlich, denn es ist aus dem japanischen Wort Muda auch noch falsch übersetzt worden. Also die Kette war der japanische Begriff Muda, wurde ins Englische übersetzt als Waste und Waste heißt im Deutschen eben Verschwendung und deswegen Muda, Verschwendung, so liest man es immer in der Literatur. Aber auf Deutsch gibt es einen viel, viel besseren Begriff. Muda bedeutet eigentlich viel eher für die Katz arbeiten und das trifft es eigentlich viel, viel besser und ist auch nicht so dem Mitarbeiter eigentlich respektlos zu begegnen, sondern wenn man für die Katz arbeitet, dann ist es einfach kein Mehrwert schaffen und deswegen ist der Begriff Muda da einfach viel besser angesetzt. Und im Lean Management gibt es aber auch Methoden für die Prozessdokumentation und die Prozessmodellierung. Das ist ähnlich wie im Prozessmanagement. Sie heißen dann einfach Makigami, auf Deutsch braune Papierrolle, weil sie eben oft auf braunem Papier an der Wand mit Klebezetteln erstellt worden sind. Da gibt es also von Fujitsu so ein ganz berühmtes Bild eben. Das war das erste Makigami, eine große Packpapierrolle an der Wand, ganz, ganz großer Raum gewesen und die ganzen Schritte sind da eben alle entsprechend drauf verzeichnet worden. Und damit sind wir auch bei dem Thema eben, dass um Ende-zu-Ende-Prozesse darzustellen, verwendet man eben bei Lean eben auch gerne das Wertstromdesign oder auf Englisch besser bekannt als Value Stream Mapping. Und die Stärke von Lean Management liegt also im Bereich der Unternehmenskultur, Einbinden der Mitarbeiter und der Prozessoptimierung, weniger auf der datengetriebenen Prozesssteuerung.
Die Prozesssteuerung bei Lean erfolgt also oft über ein Kanban-System, über die sogenannten Signalkarten eben und auf der Auslastungssteuerung, dass man eben nicht immer solche Schwankungen drin hat, sondern dass man eben eine möglichst gleichmäßige Auslastung hinbekommt. Das Thema Taktzeit spielt eine große Rolle. Das ist dann im Japanischen dieser Begriff eben des Hayunka, der Auslastungsnivellierung. Das sieht man im klassischen Prozessmanagement eben auch weniger. Und wann nimmt man jetzt nun was? Was macht man eigentlich? Also ich würde mich nicht für ein Entweder-Oder entscheiden, sondern wir in unserer Unternehmensberatung, bei unseren Projekten, in den Kunden, verbinden eigentlich immer das Beste aus zwei Welten. Das heißt, wir integrieren daher in dem klassischen Prozessmanagement-Lebenszyklus den Punkt Prozesskultur, der ist uns relativ wichtig, um die Stärken eben aus dem Lean-Management im Bereich der Mitarbeiterverständnisses und der Führungskultur in unsere Prozessmanagement-Projekte wirklich nutzen zu können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Mitarbeiter mitnehmen, dieses Thema Kultur aufbauen. Manchmal heißt es dann auch noch so als Change Management, aber eigentlich geht es um das Thema Prozesskultur. Und im Bereich der Prozessoptimierung nutzen wir eben für als eben ganz verstärkt die Methoden und Werkzeuge aus dem Lean Management. Denn ganz viele Probleme in den Abläufen lassen sich mit der systematischen Suche nach den 8 Verschwendungsarten eben aufspüren und mit recht einfachen und kleinen Optimierungsschritten wirklich ausmerzen. Das bringt ganz, ganz viel, hat ganz viel auch oft mit gesundem Menschenverstand zu tun, ist eigentlich keine Raketenwissenschaft, man muss es nur systematisch tun. Und das ist eben der große Trick bei der ganzen Geschichte, systematisch die Prozesse zu verbessern und nicht nur punktuell mal hier und mal da und mal dort, sondern wirklich das Ganze eben als kontinuierliche Verbesserung eben zu begreifen. Und wenn Sie es so wollen, machen wir also Lean Process Management, weil wir das eben in kleineren und mittleren Unternehmen bis 250 Mitarbeiter einfach am wirkungsvollsten erwiesen hat. Wie sind jetzt Ihre Erfahrungen dabei? Schreiben Sie es in die Kommentare rein. Wir sind also sehr gespannt auf Ihr Feedback. Machen Sie klassisches Prozessmanagement? Machen Sie nur Lean? Kombinieren Sie beides? Wir sind da sehr drauf gespannt. Wäre uns wirklich sehr dran gelegen, wenn wir da auch eine kleine Diskussion vielleicht in Gang bekommen, wie das bei Ihnen im Betrieb so läuft und wie Ihre Erfahrungen sind. Deswegen bleiben Sie auf unserem Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.